Hallo und herzlich willkommen bei Kitchen Dad, der Kanal für gesunde und kreative Kindermahlzeiten. Heute mache ich ein leichtes, kreatives Nudelgericht für euch zum Nachmachen. Viele Kinder lieben Nudeln. Nur wenn wir das Gericht zum Beispiel als lustiges Gesicht verwandeln, dann hat euer Kind einfach mehr Spaß, seine Mahlzeit zu essen. So, und als Nudelsorte kochen wir heute Spaghetti. Meine Tochter liebt diese langen Nudeln und es gibt uns die Möglichkeit, sehr viele kreative Gerichte mit Spaghetti zu machen. Während die Spaghetti kochen, können wir in der Zwischenzeit die anderen Zutaten vorbereiten. Und dafür benötigt ihr Feta-Käse, eine rote Paprika, ein Stück von einer Gurke und eine Karotte und zwei schwarze Oliven. So, als erstes schälen wir dann mal die Karotte und die Gurke. Danach schneiden wir zwei ruhig dicke Scheiben von der Gurke ab. Bei der Karotte interessiert uns nur die Karottenspitze. Diese schneiden wir etwas ründlicher vorne ab. Von der Karottenspitze schneiden wir ca. ein 3 bis 4 cm langes Stück ab. Dieses Stück halbieren wir längs mittig nochmal. Als nächstes besorgt ihr euch ein großes Essbrett, welches wir für die Dekoration nutzen können. Die vorher erwähnten zwei schwarzen Oliven schneide ich in der Mitte jeweils durch. Und zwischendurch bitte nicht vergessen, die Spaghetti umzurühren. So, und jetzt nutzen wir unsere zwei dicken Gurkenscheiben und platzieren diese als Augen auf unser Essbrett. Die halbe Karottenspitze wird die Nase unseres Gesichts. Und die zwei halben Oliven ergänzen die Augen für einen lustigen Blick. Von unserer roten Paprika benötigen wir nach dem Waschen nur die Hälfte. Von dieser Hälfte schneiden wir mehrere dünne Streifen ab und formen damit den Mund unseres Gesichtes. Als nächstes nehmen wir den Feta-Käse und halbieren die Feta-Würfel. Diese nutzen wir als Zähne und legen diese dann in den roten Mund. Von der Paprika schneiden wir nochmal zwei gerade Streifen ab, die wir als Augenbrauen für unser Gesicht nutzen. Jetzt müssten mittlerweile unsere Spaghetti fertig sein. Das gekochte Wasser gießen wir ab und schocken die Spaghetti kurz mit kaltem Wasser. Wir lassen die Spaghetti kurz abtropfen und nehmen dann mit der Gabel die erste Portion raus und formen mit den Spaghetti eine lustige Langhaarfrisur.
Da die Spaghettis viel Platz einnehmen, kann es sein, dass ihr die Augenbrauen, die Augen und die Nase neu platzieren müsst, wie bei meinem Gesicht jetzt. Da meine Tochter ihre Spaghettis lieber mit Ketchup mag, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich jetzt schon mehrere Tomatensoße ausprobiert habe, selbstgemachte, aber leider mag sie die nicht. Also daher nutze ich dann den Ketchup aus der Flasche und damit können wir dann die Haare färben. Zum guten Schluss gebe ich noch Parmesankäse in einer separaten Schale, weil meine Tochter es liebt, diesen selbst über ihre Spaghettis zu streuen. Und et voilà, unser lustiges Spaghetti-Gesicht ist fertig. Eure Kinder werden sich freuen, so wie meine kleine süße Maus. Thank you.